Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Oh. Mathilde, die sich noch fertig entladen muss. Ich hab die Fackel ausgemacht. Ich habe auch noch ein bisschen Stein. Hast du mittlerweile genug Ziegel? Na komm, ich hau die einfach rein und mach das nochmal an und dann machen wir nochmal Ziegel. Ich wollte da gleich rüber gehen gucken, aber... Jetzt habe ich meinen... Ich habe ja nicht mehr so viel gehabt, das waren so 150 Steine noch. Der ist erst bei der Hälfte. Ich muss mich gerade sowieso noch ein bisschen sortieren. Ja, dann hole ich nochmal kurz Wasser, solange du dich sortierst. Echt freundlich aus hier. Aber die Trophäen sehen echt gut aus. Danke. Dafür brauchen wir noch mehr Krokoschädel. Eigentlich könnte man so eine ganze Mauer Krokoschädel machen. Kann man sagen, hier an der Krokomauer werden wir angegriffen. Und dann kriegt jede Mauer so ihre eigenen Schäden. Aber die Kroko, den Kroko genau, den Steinnaseneingang. Ja, genau, Kroko-Eingang, Steinnaseneingang. Das ist, gefällt mir, ja. Das ist gut. Ja, wo gehst du überhaupt raus? Wo, Ich bin jetzt gerade bei meinem Tempel, weil ich auch gucken möchte, was ich jetzt eigentlich noch brauche. Dann komm ich auch nochmal zu deinem Tempelchen. Also ich brauche 60 geformte Holz, 350 Ziegel, also nein, ich habe noch nicht genug Ziegel und 250 Eisen verstärkt. Wo ist das ganze geformte Holz hin? Das weiß ich nicht, bei mir sind nur 15 drin. Achso, ich bin nicht beim Zimmermann. Hier! Habe ich extra für dich Auftrag gegeben. Hier, 150 geformtes Holz bringe ich dir vorbei. Dann habe ich brauche noch knapp 200. So viel geformtes Holz, ist ja heftig. Ich glaube, bei mir waren es echt nur 70. Aber ist egal. Wie viel Ziegel? Bei mir waren es... Ah nee, warte. Nee, geformtes Holz brauche ich nur 60. Boah, jetzt hast du ganz viel. Hast du was für deine Heilung mit? Ja, du auch? Ja. Ich habe immer Fettraupen, Steaks und... was zu essen sollte ich mitnehmen? Das ist ein guter Hinweis. Und ein bisschen Alu-Extrakt. Und ich habe sogar noch so eine Handvoll Insekten. Aber da gönne ich mir mal eine Portion. Nebenbei immer ganz gut. Ein Beinchen noch im Mund gehabt. Das ist nicht so toll. So, jetzt habe ich ein paar Fische mitgenommen. Yeah, sieht das gut aus. So, jetzt können wir. Das ist ein 3D. Ah, West. Nimm das, Zuschauer. Ah. Nein, nur Spaß. Er ja, musste mal gucken, wenn du mal auf Form hast, die du anguckst, und dann schlägst du dir quasi selber so hin. Das sind 3D, wäre gut. Naja. Na gut. Dann gucken wir mal. Ja, da müssen wir lang. Die müssen sich sowieso erstmal die Steine regenerieren. Ja, haben wir ja gut abgeerntet. Fleisch brauchen wir auch nicht, oder? Wir haben ja genug, oder? Oh, der hat leuchtende Augen. Mag dich nicht. Oh.
Den haben wir schon mal weggemacht. Gucken, was der so kann. Oh, der hat einen Totenkopf. Oh, das ist ein Baby-Kroko. Ich glaube, Totenkopf ist nicht gut, oder? Das sind mir auch etwas viele Krokos. Ja, hier gibt es viele Krokos. Aber es ist gut. Und ich habe das viel Leuchtevieh mitgebracht. Schön. Ah, das verfolgt mich. Ist ja hartnäckig. Ups. Nee, ich steck drin. Ich komme nicht weg. Ich steck in dem Ding drin. Ich kann gar nichts. Alter. Das war ja fuck. Du bist da oben. Ja, komm hier nicht hoch. Das Vieh hat schon zwei Krokos zerlegt. Ich war zwischen seinen Ärmchen und ich komme nicht weg. Ich war irgendwie in dem Objekt von dem Gegner drin. Das ist ja ein bisschen... Das muss ich mir nochmal auf der Aufnahme angucken. Oder war da ein anderes Objekt, wo ich das ich nicht gesehen habe, dass ich ja nicht weg konnte? Hm. Ich versuche die mal von deiner Leiche wegzulocken. Ah ne, der hat was anderes gefunden, auf das er einschlagen kann. Ja, Krokodile wahrscheinlich. Krokodile, Menschen. Hm. Nee, Krokodil. Ja, das eine Mal habe ich da 5 Krokodile platt gemacht. Kann sein, dass es da. Dass da immer 5 spawnen oder so. Ah, ist praktisch. Er ist aber runtergerannt. Ich glaube, der kämpft gegen Menschen unten. Ja, soll er doch. So, danke. Well. Darf ich deinen Körper segnen? Hier wird nichts gesegnet. Doch. Cool, wenn man sich selbst mit der Spitzhacke haut, kriegt man auch Tierhaut raus. Ja, deswegen habe ich dich ja auch schon mehrfach mit Beutemesser zerlegt. Mal gucken, ob da Leichen liegen. Die Krokos, hast du die weggehauen oder? Also die er getötet hatte, die habe ich ja. Also ich sehe keine Menschen. Also der kämpft da unten noch gegen Zweck. Ja, lass mal so. Wo bist denn du überhaupt? Ich gar nicht. Hast du das da am Wasser? Ich bin runter an den Strand. Ja, hier, hallo. Ja, okay. Aber muss dich an der Wand festhalten, sonst kriegst du AAB. Ups. Das krieg ich nicht hin. So, bin jetzt auch unten. Ich entschuldige die Verzögerung. Das will ich auch hoffen, dass du... Ach, da ist ja mein Notfallunterschlupf. Notfallunterschlupf? Ja, ich hatte versucht, einen Notfallunterschlupf zu bauen, weil ich doch das eine Mal vom Sandsturm überrascht wurde. Oh, hier sind ja auch wieder so Viecher. Wir kommen in Frieden. Oh. Willst du Fleisch? Ich hab nur das Abholzmesser. Ich hab nur das Eisenhackmesser. Ja, mit dem Hackmesser kriegen wir Fleisch. Hack Peter.
vorne ist ein Lagerfeuer. Und ein Hauch Eisen. Hey! Was denn? Der ist zweigeteilt. Achso. Ja, dann gucke ich mal am Lagerfeuer, ob da noch was ist. Nö. Aber ich kann das Eisen nicht liegen lassen. Ja, das sieht cool aus. Hier hätte man auch schöne Basis bauen können. Hätte man an so vielen Orten eine schöne Basis bauen können. Ja. Auf so einem coolen Steinwall da oben drauf. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ja, wir wollen Krokoköpfe. Kriegt man das mit? Ja, ich hab einen. Für die Krokomauer. Für die brauchen wir übrigens auch geformtes Holz. Ja, das ist alles in deinem Tempel. Also da vorne ist auf jeden Fall eine größere Siedlung. Du hast schon beschossen oder was? Jo. Einfach mal zerhaken. Willst du ihn segnen? Ich habe schon zwei gesegnet insgesamt. Du darfst wieder so Katzen holen. Oh, da ist noch ein Bug. Hey! Du war ganz schön frech hier mit seinem Pfeilchen. Surprise, Motherfucker! Okay. So, und da drüben sind auch zwei, die da so stehen. Ist das ein Yoke-Tempel oder was meinst du gerade mit Yoke? Während der Typ hat gesagt, nenn mich Call me Yoke. Okay. Die Tussi, die steht? Warte, ich muss mal meinen Bogen. Welche Tussi steht, ja. Feuer. Feuer. Beast. So, da gibt es einer hinter den Steinen. Ich nehme den hier mal. Der checkt's nicht, dass beschossen wird.
schätze, ist er tot. Aber dafür kommt da hinten einer, oder? Der sieht auch stark aus. Das sieht aus wie ein Nahkämpfer. Aber auch der checkt nicht so richtig, dass er beschossen wird irgendwie, oder? Sind doch noch ein paar mehr. Oh ja. So, wen willst du jetzt? Da rechts. Oh, der ist motiviert. Ab. Ich muss mal Arme wegschmeißen. Ein abgetrennter Oberarm, 9 Arme. Was soll ich damit? So. Noch was? Es sind bestimmt noch mehr. Ja, da sehe ich wieder einen. Ich lock ihn mal. Ja. Links am Zelt sitzt auch noch einer. Oh, da kommen schon 2, 3 Leute. Und rechts geht gerade auch eine Frau lang. Ah, komm. Katze, jetzt ist... Haben wir alles? Nee, ein Bogenschütze. Take me. Dein Yogi-Bär hilft dir nicht mehr. Oh, man ja gut wie weggeschlachtet, oder? Ach, da hinten kommt noch eine Frau. Oder eine. Schieß schon. Ah, da ist er. Ich dachte, das wärst du gerade. Und ich muss wieder Arme wegschmeißen. Hier, 16 Arme. Willst du eine? Was? Hier lag eine Safari-Waffe. Ich habe sie gelernt. Cool. Ich wollte einfach nur mal gucken, ob ich die aufheben kann, aber... Ja, ich habe es auch gelernt. Ah, da war eine Truhe. Die hast du schon geplündert. Jo. Hier ist auch eine Truhe. Ah, da vorne sind noch... Oh, das ist richtig geil. Ja, Panther-Trophäe. Geil. Und so viel Zeug, was ich hier... Pulver der Verderbnis. Ich nehme alles. Und bin überladen? Nein, bin ich noch nicht. Okay. Das lohnt sich ja hier. Tarzan! Wo ist er denn? Achtung! Bogenschütze! Aua! Oh, hier ist ein Geist. Eine Geistertussi. Da liegt neben... Da ist ein Bogenschütze, der mich nervt. Auf mich mit Pfeilen zu ärgern. Oh, mein Oberteil ist. Ich nenne mich Jog. Text. Tagebuch, ja. Kannst du mal vorlesen. Haare kennen haben wir gelernt. Oh, cool. Mist.
Muss man, wenn wir zu Hause ein neues Oberteil machen, das ist dahin. Ja, ich bin auch fast oben. Ah, hier sind die überall. Das ist ein richtiger Tempel. Oh, hier ist ein Tänzer. Ich habe hier noch eine Frau angelockt. Hier ein Messerchen. Ach, das ist auch eine Tänzerin. War eine Tänzerin. Oh, du hast da auch ein paar. Eingeschlachtet hier. Was war denn? Ausdauer? Scheiße. Ich muss mich aber kurz zurückziehen, ich muss mich aber schnell heilen. So, jetzt muss ich erstmal hier Herzen sammeln. Wo sind meine Aloe-Extrakte? Oh, meine Schuhe sind auch kaputt. Ja, meine auch. Aber ich lasse die mal hier. Vielleicht habe ich da ein bisschen weg mit dem Fleisch. Nicht so viel Platz. Ach, hier sind die ganzen Ärmchen. Die können auch weg. Oh, vom Rest trenne ich mich noch nicht. Willst du jemanden anlocken? Na, ich gucke jetzt mal, ob hier welche sind. Hier ist auf jeden Fall noch eine große Truhe. Oh. Was Gutes drin? Ja, eine Trommel. Also bei mir mehr. Jetzt ist aber, sehe ich nur noch eine Tussi erstmal. Ich glaube, hey, doppelt abgeprallt. So, hardcore. Ah, fuck. Ah, bleib doch mal stehen. Oh, kannst du segnen, ich bin überlastet. Ja, ich auch fast. Oh, ich kann ja die Dafari-Beinschienen benutzen. Dann pack ich doch mal. Was mache ich? Da ist ein Tempel. Kann ich noch ein paar. Das traut diesen Tempel rein. Ja, das Problem ist, wenn wir rauskommen, haben wir wieder ganz viel Dafari-Mist-Kerle vor uns. Mhm. Rein. Kann ja mal reingucken. Bin immer noch ein Tuck zu schwer. Feind? Jo. So, kannst du looten. Ich glaube, ich schmeiß mal Steine weg. Ja. Aber nur kurz gucken. Ja. Scheiße, waren Wachen. Die hab ich gar nicht gesehen. Die sind da. Das ist ja. Die haben dieselbe Farbe wie die Steine. Das ist ja fies. Dein Herz gehört mir. Nur mal kurz ein bisschen gucken. Sicher. Die Abschaumtiefen. Aha. Hier waren mal Geister. Aha. Oder sind Geister, meine ich. Hier waren mal Leute. Da scheint jemand geopfert worden zu sein. Boah.
ganz normaler Alltag hier. Das sah so aus, als ob sie hier runtergegangen sind. Ja. Müsste man hier vielleicht jemanden opfern und dann kommt man vielleicht... Ich weiß es nicht. Und im Augenblick habe ich eine Katze, die sich vor meiner Nase. Bitte zur Seite. Dankeschön. Ja, und wie schnell sie geht, nämlich gar nicht schnell. Okay, hier geht's nicht weiter. Ja, das... Oh, dunkler Stein. Also wir müssen hier jemanden opfern. Aber wen? Ja genau, PvP wieder aktivieren, dann schlachte ich dich. Oder, ja, gut, lass uns da raus, oder man müsste das nächste Mal versuchen, die Wachen hier reinzulocken und die Wachen zu töten. Oder kann man seine eigenen Sklaven exekutieren? Gut, hier möchte ich jetzt mal schnell durch. Bevor die wieder auftauchen. Ja. Ich habe auch jetzt genug geklopft für heute. Meine Rüstung ist kaputt. Ja. Was denn? Ah ne, das haben wir schon gelernt. Das war der Text. Ja, ich dachte mir, so ein Geist kann mir was zeigen. Kann man mal gucken, was der eigentlich so zeigen will. Was ist das denn hier unten? Was? Da nur so komisch aus. Okay. Sollten Luftblasen, glaube ich, sein. Was ist bei dir kaputt gegangen an der Rüstung? Die Schuhe. Also zweimal neue Stiefel und einmal neue Rüstung. Mein Rock ist auch so gut wie kaputt. Also da könnte ich auch einen neuen gebrauchen. Ja, wenn wir zu Hause sind, gucke ich mal, was ich da machen kann. Nee, jetzt gerade nicht. Was denn? Achso, den habe ich zu spät gehört. Ja, tschüss, Coco. Also meine Ausdauer könnte noch ein bisschen besser sein, finde ich. Meine auch. Direkt geradeaus ist ein Koko. Nein, kein Koko. Ich will mal was gucken, weil bei den Fünfer-Kokos war ja vorhin ein Koko-Baby. Ah ne, da ist noch der... Ja, der ist da immer noch. Und da spawnt gerade ein Mensch oder so und kämpft dagegen an. Wird wahrscheinlich auch sehr schnell verlieren. Dann schwimmen wir mal weiter. Gucken wir uns das nochmal an. Ich guck nur. Da kämpft ein Mensch gegen Koko und da kämpft ein... Okay, da kämpft er mal. Ah, nee, ich loote ihn nicht. Ich bin ja schon überlastet. Oder fast überlastet.
was machen denn meine Steine? Seid ihr neu gewachsen? Ja, sind wieder Steine da. Sie sind nachgewachsen, die Steine, ja? Ja. Es ist sehr praktisch, dass diese Steine nachwachsen. Ja, Nachwachs, so Rohstoffe, die nachwachsen, sind echt gut. Auf jeden Fall. Ja, sind wir zu Hause und eigentlich könnten wir auch passig einen Break machen. Ja, finde ich gut, weil ich muss mal wohin. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ja, abonnieren, liken, kommentieren. Nicht vergessen. Ja, ciao. Tschüss.